So, jetzt geht's weiter. Ich habe mir einen neuen Kaffee geholt. Und wollen wir mal sehen. Also, wir haben hier noch eine weitere. Also, moin Leute. Wir sind immer noch dabei, unseren Lunaländer von 1969 zu in ein vernünftiges Programm zu überführen. Und wir haben hier eine weitere Variable gefunden, das ist nämlich D. Da haben wir letztes Mal aufgehört. Und das suchen wir mal kurz, ob die noch irgendwo verwendet wird. Und oder ob das lokal ist, das Ding. Und so wie das aussieht, ist das lokal. Das heißt, wir haben nur dort eine Verwendung von diesem Ding. Und ansonsten gar nicht. Nö, ansonsten gar nicht. Das ist das Einzige, was wir haben. Das heißt, es ist definitiv eine lokale Variable. Und was hat die lokale Variable für eine Bedeutung? Weiß ich nicht. Werden wir gleich sehen. Local. Das heißt, das ist hier ein zweimal alt durch d. Das ist Delta t. Hat er hier Delta t hingeschrieben? Das ist ja komisch. Das ist Velocity plus Delta V ist das oder sowas, ne? Ich nenne das einfach mal Delta V. DV. DV. So. Und ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber auf jeden Fall ist eine lokale Variable, die können wir vergessen, die brauchen wir nur hier. Und ansonsten wird sie nie wieder verwendet. Die wird auch oben nicht verwendet. Also D wird auch hier oben nicht verwendet. Hier oben haben wir noch irgendwie einmal Q, was verwendet wird. Das ist aber auch nur lokal. Das heißt, Q können wir hier lokal sagen. Q ist, weiß nicht, was Q ist. Q ist hier einfach Delta T mal Thrust durch Mass. Das heißt, das ist Impuls. Nee. Ist das Impuls? Das ist Force, ne? Das heißt, das ist Kraft mal Zeit durch Masse. Es ist Kraft, sagen wir F gleich M mal A, F gleich M mal A, F gleich M mal A. Das heißt, das ist F gleich M A. Kann man irgendwie aufschreiben. Das Ableiten im Kopf ist immer so eine Sache. F gleich M mal A. Und das ist jetzt in diesem Fall ist die Masse rübergebracht. Das heißt, wir haben F durch M. Das heißt, F durch M mal A. Und A ist gleich V mal T. Und wir haben die Delta T ist nochmal rübergebracht. Das heißt, wir haben hier ein V. Sieht aus wie ein V, ne? Aus wie eine Geschwindigkeit, die da rauskommt. Das wäre 1 durch t. Jo, das sieht aus wie V. Also ich nenne das einfach mal Delta V. Delta V. So, und das suchen wir uns irgendwie jetzt raus, dass wir irgendwie das nicht übersehen. Delta V, Delta V, Delta V, Delta V, Delta V. Damit haben wir, glaube ich, jetzt alle. Das war Q, ne? Okay, suchen wir nochmal, ob wir irgendwo Q finden. Nein, Q ist ansonsten nicht vorhanden. Das heißt, das war die letzte Variable, die wir nicht verstanden haben. Und jetzt können wir uns auch angucken, was diese Funktion hier oben eigentlich machen. Also, wir machen hier
Gehen wir erstmal hier hin. Also Delta V bleibt irgendwie hier oben. Das heißt, da brauchen wir uns nicht drüber. New Velocity und New Alt wird berechnet hier. Und das ist das Einzige, was hier passiert. Nur New Velocity und New Alt wird berechnet. Wir berechnen New Position sozusagen, nee, New Vector, ne? Vektor. Vektor nennen wir das Ding hier, also von die Geschwindigkeit und die Höhe. Ja, ist das der Vektor, Geschwindigkeit und Höhe? Geschwindigkeit, New Position. Post, nee, das ist ja keine Position, sondern es ist ja irgendwie auch mit der Velocity wird das berechnet. Das ist, wie nennen wir die denn? Velalt. Und wir geben New Alt zurück. So, und sagen diese beiden Dinger hier. Setzen wir Lucke und Lucke. Und damit haben wir diese Funktion sauber gemacht. Wir brauchen für diese No, für diese Sachen brauchen wir Thrust, Mass, Velocity. Delta T. Graph, oh Gott, das ist viel. Delta V, oh Gott, das können wir vergessen mit irgendwie, das können wir vergessen mit solchen Übergaben, das ist irgendwie Quark. Also wir lassen das erstmal so da und holen nur New Val und New Alt, holen wir raus und das war, Funktion war, wie hieß sie nochmal? 420, okay. Wir suchen jetzt erstmal die 420 raus. Und wissen, dass wir New Val und New Alt zurückgeben. Und das können wir dann sagen. Also Val Alt 420. Suchen wir mal 420. 420. Okay. New. Val Alt. New Velocity. New Altitude ist gleich Val Alt. Und jetzt suchen wir nochmal. Altitude gleich Velalt. Und hier auch. Alt. New Velocity, New Altitude gleich Velalt. Okay. Und das waren alle Anwendungen davon. Das heißt, Velalt wird irgendwie berechnet hier. Das heißt, wir können jetzt sehen, dadurch, dass wir jetzt hier das so gemacht haben, können wir praktisch in die Simulation reingehen, sehen, aha, diese Velalt-Funktion berechnet nur diese beiden Werte neu. Und sie berechnet das natürlich aus diesen ganzen globalen Variablen. Das müssen wir auch nochmal irgendwie umstellen, dass es nicht mehr global ist. Und jetzt haben wir die 330. Da gucken wir jetzt auch nochmal rein, was die eigentlich macht. Die 330, die holt Sekunden, Delta Time, New Alt und New Well weist es zu. Es verändert Sekunden, Simulationstime. Mass, Alt, Velocity und das ist Step, das ist ein Sim-Step, ist das. Ich nenne das einfach Sim-Step. Das ist nämlich das, was irgendwie das Ding macht. Also es ist 330, ne? 330 würde ich sagen, ist unsere Funktion SimStep.
Weil die Masse wird korrigiert. Sim-Time wird simuliert, wird verbessert, also die Sekunden, die abgelaufen sind. Die Altitude wird gelinkt und das ist ein Sim-Step. Und das heißt, der suchen wir nochmal kurz raus, wo die überall ist. L330 war das. Das ist also Sim-Step. Sim-Step. Und damit haben wir die letzte, das letzte Sim-Step. Die letzte kryptische Funktion haben wir encrypted an der Stelle und wissen jetzt, was eigentlich die Sachen machen. Was das alles noch in globalen Variablen festliegt und sowas, das ist zwar ärgerlich, aber das war jetzt, glaube ich, der letzte Punkt. Jetzt gehen wir nochmal durch, ob wir irgendwo Großschriftvariablen haben. Haben wir. Hier haben wir noch eine, die nennt sich K. Und wo kommt die her? Na, so, jetzt seht ihr auch, warum ich das nicht groß ge warum ich irgendwie die Sachen erst in Großschrift gelassen habe, weil ich irgendwie praktisch schon. Oh, hier ist noch eine. Das ist noch dieser Goto, das ist ein. Diese, da ist noch eine Variable, die irgendwie doof ist. Da gehen wir nochmal rein. Simulation Main, da bin ich auch noch nicht irgendwie glücklich drüber. Aber wir müssen erstmal suchen, wo dieser verdammte K ist. Also suchen wir mal K, wo es ist. Das kann da gar nicht sein. Irgendwo muss K sein. K. Text. K ist hier Gravitation K. Ja. Nein. Das kann nicht sein. K ist uns vielleicht, haben wir K schon umbenannt, das haben wir jetzt bei 9,9 haben wir das K drin. Das kommt von irgendwo her. Aber wo? Ich gehe nochmal in die Originalroutine rein. Hier ist S mal K, gleich oben in der ersten Funktion. S mal K. Da haben wir was übersehen. K ist hier S mal K. Das ist Thrust. Klar. Haben wir hier irgendwo eingegeben, ne? Bei Input. Wir haben Input Thrust da. Da kommt K her. Wenn ich das richtig sehe. Nochmal gucken im Original. Das ist So, jetzt müssen wir mal gucken. Das heißt, den hatten wir einfach übersehen. Und da. So, jetzt gucken wir nochmal durch. Thrust ist das also. Okay. So, bevor wir das ganze Ding nachher jetzt gleich mal ausprobieren, ob das irgendwie noch funktioniert nach so viel Änderung. Ich habe den seit Ewigkeit nicht laufen lassen. Jetzt wollen wir es gleich mal gucken. Seht ihr noch irgendwo eine Großschriftvariable? Ich sehe keine mehr. Man kann übrigens irgendwie nach sowas suchen, nach Großschriftvariablen. Das können wir jetzt mal machen. Wir lassen das einfach mal vorheben. Und wir suchen nämlich nach A bis Z. So, jetzt haben wir nur Großschrift A bis Z. Und jetzt können wir das relativ schnell durchsehen. Oh ja, hier haben wir noch welche. Seht ihr, so macht man das nämlich. Wir haben I und wir haben. Wir haben hier noch diesen einen Label, der muss noch raus. Und wir haben I. Und I. I. I ist das Einzige, was noch übrig bleibt, wenn ich das richtig sehe. Wir haben nichts anderes als I. Okay, was ist denn I? Das war im Original 54. Vielleicht haben wir da wieder was übersehen. Da war es I. Und I hatten wir. Ist I irgendwo anders benutzt worden? Muss ja, eigentlich. Hier wird I benutzt. A ist gleich I. Ha. Das ist. Haben wir übersehen, eine. Das ist jetzt bei 54. Ganz oben. A ist gleich I. Das ist new alt. A ist gleich I. Ist das new alt? Das ist new alt. So. Wieder für 55 hin. A ist gleich I. Wenn new alt ist
Kleiner gleich 0, dann sind wir aufgeschlagen, oder nicht? Simulation Main. Und Simulation Main gefällt mir nicht, aber das machen wir gleich nochmal. Input, Output. Also Printval ist Input, Output, würde ich sagen, weil hier ist Input, Output. Also das ist Input, Output. Printval ist. Ich wieder, ich mache das mal, ich verändere das jetzt mal, dass ich ein bisschen, nachdem wir es jetzt ein bisschen besser verstehen, irgendwie das Refactor nennt sich das. Das heißt, wir schreiben die Sachen nochmal, wir schreiben die Sachen nochmal neu, so dass wir sie jetzt, so jetzt, wo wir sie besser verstehen, was hier eigentlich passiert, das ist Input-Output, ne? Input IO State. IO State nenne ich das Ding. Okay. Oh, das IO State. Genau. So. Und das ist der Fuel. Check Fuel. Das ist. Der geht da direkt drin über. La 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 la. Das ist okay. Outcome. Und das Simulation Main ist, könnte man auch einfach so Simulation nennen, ne? Ich glaube, das brauchen wir nicht als Main zu bezeichnen. Das machen wir auch mal ein Refactor von. Alles Search Replace Simulation Main in Simulation. Global, ist das Simulation? Ich glaube, das ist Simulation. SimStep, das ist Simulation. Sowas von. Okay. So, das haben wir jetzt gemacht. Damit irgendwie vereinfache ich letztendlich hier irgendwie auch die ganzen Aufrufe und sowas. Und jetzt haben wir schon einen ganz netten Ansatz und den können wir jetzt langsam mal speichern und gucken, dass wir sehen, ob das noch funktioniert nach den ganzen Änderungen. Das kann doch gut sein, dass es nicht funktioniert und dann fängt mich die Arbeit an. Machen wir das erstmal. Ob das jetzt irgendwie so funktioniert, wie wir das uns vorstellen. Seht ihr jetzt noch was? Oh ja, wir hatten noch irgendwo ein Label, das noch irgendwie doof war, oder? Jo, hier haben wir noch ein Label, das doof war. Das nehmen wir nochmal draus. Das ist GoToOutcome. Dieses Label ist definitiv hier. Weil das ein State ist. Ah, was für ein State ist das? Das ist ein State von. Das ist ein Simulation. Das ist der eigentliche Haupt-Simulation-Kram. Und wann springt der hier auf dieses Label 370? Da müssen wir mal kurz gucken. Wir suchen mal dieses Label 370. Wenn. Check Fuel. Oh. Das ist der einzige Einsprung. Schaut mal hier. Das ist der einzige Einsprung. Das gehört hier gar nicht unten rein. Das ist irgendwie ein typisches Basic-Problem, dass ein Teil, der irgendwie innerhalb einer Struktur sein sollte, ausgegliedert wurde. Ja, das machen wir mal anders. Können wir das nicht hier rausnehmen? Hier rausnehmen und hier einfügen. Und das ist jetzt so wie doof. Das war und hier. Ich mache jetzt mal Folgendes. Ich mache hier mal ein bisschen Abstand, damit wir das richtig haben und fügen das hier ein, damit wir auch sehen, wie weit das geht. Ne, das geht nicht so. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, damit wir irgendwie sehen, wo das jetzt irgendwie reinkommt. P. So, da haben wir es drin. Okay. So,
Und den Teil hier, den markieren wir kurz, schieben ihn raus und nochmal schieben ihn raus und nochmal schieben ihn raus. Und das ist der ganze Zustand hier. Das heißt, wir brauchen dieses Label nicht, sondern das ist ein einziges If, das wir jetzt 1 zu viel haben. Okay, 1 zu viel eingerückt. Okay, ein raus. So, dann haben wir es. Also, wir haben hier ein Repeat Until und das ist alles. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob das funktioniert. Das weiß ich nicht. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir den Kram noch ausführen können oder nicht. Wir machen davon mal. Ich gehe mal hier raus. Wir machen hiervon jetzt mal Copy. Also erstmal gucken wir mal. Wir haben Luna 1. Wir machen eine Copy von Luna Lua nach Luna 3.Lua. So, jetzt wollen wir mal sehen, dass wir Luna Lua ausführen. Und da haben wir es. Go to Simulation jumps in the scope of local MPH. Okay. Das 54 haben wir offensichtlich ein Problem. Hier, go to Simulation. Und da ist Simulation. Und wir sind. Wir springen irgendwie irgendwo rein. Warum? Was meint er? Jumps into the scope of local MPH. Wir haben hier irgendwo MPH als Local. Da ist der Local MPH. Jo. Das ist unser State. Wie ihr seht, definiere das jetzt. Das dürfte es eigentlich funktionieren. Mal gucken, was man noch macht. Ja, das geht. So, und das machen wir gleich mal. Das heißt, wir unsere States definieren wir praktisch als Blocks, damit wir irgendwie wissen, dass wir hier irgendwie wirklich einen eigenen Block haben, in der jeden, wo also praktisch wo nicht irgendwie reingesprungen wird oder sowas. Und dann wo. Das ist jetzt rein für Sauberkeit, dass wir also praktisch unsere einzelnen States definieren und dass wir da in diesen States natürlich dann, wenn wir wollen, lokale Variablen anlegen können und so weiter, ohne damit in Probleme zu kommen. Und das können wir hier machen. Das ist nämlich alles unser State, genau. Hier haben wir ein State. Do und End. Okay. Und das hier ist kein State, sondern das ist unser Repeat Until. Unsere Funktionen haben wir hier. Boah, das sieht schon alles ganz gut aus. So, wollen wir mal gucken, ob das hier jetzt noch funktioniert. Okay, ja, bevor wir das machen, machen wir es gleich mal richtig. Wir haben hier oben die Möglichkeit, unsere Routine. Da können wir irgendwie bei Linux können wir dieses hier eingeben, Environment, Lua Just in Time suchen. Und dann wird das ganze Ding ausgeführt, ohne dass wir das sagen müssen. Wir haben nämlich jetzt, wir haben jetzt hier unsere Sachen. Wir sagen L und sehen, das ist momentan nicht ausführbar. Und in dem Augenblick, wo wir jetzt hier Mod machen, Execute von Luna sagen, Punkt Lua und wieder L machen, sehen wir, das ist die X-Flex gesetzt. Jetzt ist es ausführbar. Das heißt, es wird jetzt auch grün geklickt, grün angezeigt und grüne Sachen kann man einfach so ausführen. Ha, so, das heißt, ich brauche nicht mehr Lua anzugeben, sondern ich brauche nur noch Luna.Lua angeben und das war's. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob das funktioniert, das Programm, oder ob das irgendwo abschmiert. So, jetzt gebe ich mal Gegengas.
Mal sehen, ob das funktioniert. Also ich habe jetzt bei 6, bei 58 Meilen Höhe habe ich irgendwie angefangen Gegengas zu geben. Komme jetzt runter auf 200. Bin jetzt bei 13. Ich glaube, jetzt sollte man ein bisschen vorsichtiger werden. 100. Ah, das habe ich schon zu viel gegeben. Jetzt habe ich schon verloren. Mal gucken. Er fliegt wieder höher. Er sankt ab. Sinkt ab. Ich bin jetzt bei 500. 13. 12. 12. 12, 11, 10, 10, 9, 8. Ich gebe jetzt mal 50 Gegengas. Scheiß. Okay. Da haben wir irgendwie einen Fehler. Und zwar Bad Argument Nummer 2 to write string expected cotton yield. Was? Ich habe 50 eingegeben. 54, 74. 74 ist. Okay, gucken wir uns mal an, was ist hier los? 74. Write full at. Da haben wir noch L. L ist natürlich Quark. L ist. L ist. Unsere. Simtime, da habe ich nämlich noch eine große Variable übersehen. Das ist natürlich doof. So, das war irgendwie unser Fehler. Woanders eben. 74. So, und L ist. Ah, was war L? Da müssen wir nochmal wieder gucken. So, L war hier. Da ist das L. Okay. Sechs. Okay. So, damit haben wir jetzt eigentlich schon ganz schön unser Programm geschrieben. Eigentlich ist es fertig fast. Wir haben jetzt hier immer noch eine Menge globale Variablen, was irgendwie schlecht ist. Wir haben allerdings hier irgendwie lokale. Und dieses well alt ist ganz gut. Dieser SimStep, der ist. Da müssen wir gucken, wo dieser SimStep überall aufgerufen wird. SimStep, ob das vielleicht auch nur irgendwie so eine einmal ist. Nein, das ist an mehreren, an zwei Stellen, an 1, 2 Stellen, 3 Stellen wird das aufgerufen. In der Simulation. Und das hier ist, in welchem Zustand ist das hier? Das ist im CheckFuse wird das gemacht. Da wird zweimal gemacht. Und jo, wir haben globale Variablen dafür. Was eigentlich unschön ist. Und das ist jetzt die Frage, wie wir das irgendwie beseitigen. Wir können das beseitigen, indem wir diese globalen Variablen versuchen, mal das sind 7,
Die Simulationsvariablen. Wo sind die Simulationsvariablen? Welche Variablen brauchen wir denn im SimStep? Wir brauchen Sex, DT, SimTime. Okay. Ich schreibe jetzt doch mal einfach auf, was wir hier brauchen. Wir brauchen dafür Sim. Nehmen wir einfach mal als Tabelle. Und wir bräuchten dafür die Sekunden, Data Time, SimTime, unser Maß, Thrust, Alt und Velocity. Und das hier ist mit Alt und Velocity, das ist eine Sache, die ich finde. Das ist eine Sache, die da nicht reingehört. Okay. So, diese Sachen haben wir und hier haben wir New Alt und New Alt und New Well kommt hier rein. Und das wird dann hier nicht simuliert, sondern das wird irgendwie zugewiesen. Und zwar in eine Sim-Variable. So, das könnte man so definieren. Oder ja, denn die anderen Sachen werden berechnet. Jetzt könnte man das so machen, dass man sagt, wir nehmen hier SIM6. Gucken wir mal. Ich lasse es hier erstmal so stehen, als noch ist nichts verändert. Noch ist nicht groß was verändert. Aber wir nehmen das hier mal raus und wir gehen mal zu unserer Definition hier, wo die ganzen Werte da sind. Und das vergleichen wir jetzt mal, was wir eben gerade rausgeschrieben haben. Also wir haben im Prinzip haben wir hier noch Alt. Wir haben hier im Prinzip haben wir die Velocity mit drin. Wir haben die Sekunden. Die sind hier oben. Die könnten wir hier nämlich noch mit reinmachen. Okay, das sind Sachen. Delta T haben wir hier noch nicht drin. Wir haben IMAS. Empty Mass haben wir drin. Gravitation, weiß nicht, ob man das braucht, aber ich nehme das immer hier rein. Graph. So, die Simulationswerte sind Alt, Well, Sex, IMAS, Step, Graph und So, das hier wäre könnte man das machen. Das hier ist
Kommt er hier irgendwann wieder zurück? Nein, das kommt nur. Das ist nur die eine, der eine aufs, das eine Mal, wenn er aufgesetzt wird. Also Alt, Well, Mass. Imas. Imas, Step, Graph. Was können wir hier rausnehmen? So, Delta Time, Sim Time, Mass und Thrust lasse ich jetzt mal raus. So, und jetzt können wir nämlich Folgendes machen. Jetzt können wir diese Sache mal ein bisschen hübscher machen. Und wir sagen 120. Die Velocity ist 1. Die Mass ist 330,00. E-Mass ist 16.500. Step haben wir noch nicht. Doch, Step ist gleich 1e minus 3, also ein Tausendstel. 3. Und Graph ist 1,8. 1,8. Okay. Das ist das, was ich jetzt irgendwie ansetze. Und damit können wir irgendwie diese elende, hässliche, kleine Zeile, die können wir erstmal aussortieren. Aussortieren. Und da wir die 6 noch mit drin haben, die können wir hier auch auf 0 setzen. So, die können wir hier ebenfalls rausnehmen. So. Das ist nämlich irgendwie eigentlich genau dasselbe hier, wie man sieht, ne? So, Delta T, Sim Time, Mass und Thrust ist momentan noch nicht gesetzt. Ich klammer das mal aus und schließe mal den Kram an der Stelle hier. Und jetzt wollen wir mal gucken. Das ist jetzt eine Variable, eine globale Variable, das ist richtig, aber sie ist praktisch die ganzen Untervariablen sind dort drin gespeichert. Das heißt, es fängt jetzt irgendwie an, so ein bisschen Form anzunehmen. Das heißt, sind unsere Simulationsvariablen. Und jetzt haben wir. Jetzt wird das ein bisschen länger, aber wir können sagen, okay, wir brauchen aus der Simulation die Sekunden, aus der Simulation die Altitude, Simulation die Altitude. Das ist irgendwie ein bisschen länger, das ist richtig, aber vielleicht sollten wir Sim als S, naja, Quatsch, Sim Velocity, so, Sim Mass und SimIMAS. Okay. Dann haben wir SimTime. SimTime können wir auch definitiv sagen. Das kommt hier mit rein. SimTime ist hier mit drin eigentlich. Do End. So, das heißt, hier ist das im State mit drin. Okay, das kommt mit in den State mit rein. SimSimTime kommt hier mit rein, das heißt, wir haben die SimTime steckt hier mit drin und Trust packen wir da auch damit rein. So, also wir statt einer globalen Variable haben wir statt hunderte von globalen Variablen haben wir eine globale Variable, die die ganzen anderen mit drin hat und das heißt, wir haben irgendwie Übersicht, was global ist und was nicht. Und das ist jetzt übersichtlicher. Und jetzt versuchen wir, ich versuche mich jetzt gerade mal ein bisschen dieses ganze Tohuwabohu rauszukriegen. SimIMAS, SimTrust ist Trust ist nämlich am Anfang gleich 0. Und SimTime ist gleich 10. So, das setzen wir hier oben erstmal als Default-Wert. Hier im IO-State wird das wieder resettet. Okay. Jetzt wollen wir sehen, dass wir das hier
weiterbringen. Wo wir eben stehen. Sim, sim, sim. Okay, sim. Sim time ist da oben. Sim, sim time. So. Delta T haben wir da schon drin. Nein, haben wir nicht drin. Delta T ist aber eine Variable, die definitiv da rein muss. SimTime ist drin. Delta T setze ich hier auf 0. So setze ich Delta T neu. Delta T ist SimTime. Maß ist gleich SimMaß. Das dauert jetzt ein bisschen, bis wir das Ding durch haben. SimTrust, dann die Sache ist die, dass wir irgendwie, wenn wir das in so eine Variable packen, können wir jederzeit unsere SIM-Variable ändern und die gesamte Simulation umstellen auf ein anderes Raumschiff oder sowas. Und hier haben wir New Val und New Alt. Das sind kommen die her? Ist das lokal? Ich sage, das sind lokale Variablen. So, New Val und New Alt sind lokale Variablen. Ich glaube, die kommen hier nämlich nicht raus. Wenn doch, dann werden wir das gleich sehen. Wir definieren sie ja hier, wir benutzen sie. Hier haben wir eine globale Variable. SimVal. Sowieso. Und GoToSimulation, okay. FOSTEP. Logisch, was ist ein FOSTEP? Ist eine lokale, okay. Delta T ist wird rüber genommen, glaube ich, ne? Okay. Sim Delta T ist gleich Sim Mass mal Sim Well durch Sim Graph Sim Trust mal Sim FOSTEP. Okay. Ja, es wird jetzt nicht unbedingt, das ist, weiß nicht, ob das so viel übersichtlicher wird, aber ich glaube schon. Er bleibt jetzt hier drin, geht in den SimStep, hat hier New und also ich gebe hier Sim rüber. Ich gebe New Alt und New Val, nee, New Val, New Alt, ne? Val, New Alt rüber. So, wir sind auf Zeile 70, merken kurz, oben hoch gehen, New Alt und Val war das, okay, 70. So, New Val, New Alt, genau. New Val, New Alt, New Alt, New Val, ah ja, okay. 70, Goto. New Alt. New Well. Und hier geben wir praktisch die Simulation mit rüber. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass wir hier lokale Variablen haben. Dann gibt der irgendwie eine neue New Well, New Alt zurück oder nicht? SimStep, das wollen wir sehen. 70 merken. SimStep New, die beiden werden nicht verändert. Verändert wird SimStep
6. Sim time. Sim time minus sim delta t sim mass sim sim das ja sim alt und sim well. So, die werden alle verändert, das heißt, er verändert sim an der Stelle. Das ist sozusagen die der Aufruf von wegen, wir übergeben sim, das heißt, wir wissen, sim step verändert sim und hat zwei neue Variablen, nämlich new alt und new val, die übertrieben werden, die übergeben werden und die hier irgendwie letztendlich eingepflegt werden. Und den Rest macht er innerhalb von sim alleine, das heißt, er kann irgendwie, er kriegt alle Parameter, kriegt er übergeben, es gibt keine weiteren Seiteneffekte, die diese Funktion hat, wie es so schön heißt. Und jetzt gehen wir wieder zurück auf Zeile 70, wo wir waren. Oh, genau dasselbe machen wir hier nämlich auch. Wir übergeben sim, wir geben new alt und new val. So, und weil ich jetzt irgendwie ein bisschen langsames satt habe, new val und new alt zu schreiben, mache ich mal kurz ein globales Suchen ersetzen und sage, ich möchte bitte new velocity in nval velocity umbenennen und ich möchte new alt in nalt umbenennen. Okay. So, das ist jetzt ein bisschen kürzer geworden. Das sollte ja new, braucht man nicht zu schreiben. Das ist schon irgendwie relativ klar. Dann haben wir hier dv. Dv, also das ist jetzt. Okay, wir sind noch nicht. Wir sind hier irgendwo bei 70 stehen geblieben, ne? Bei 70 waren wir. Bei Zeile 70, okay. Das ist sim. Okay. Simulation, NV, NV, so NV, okay, Velocity, if Sim Velocity, dann haben wir den hier, okay, und NL, Sim 6, Sim Delta T, gleich Sim Velocity, Sim Velocity, Sim Alt, Sim Step durch Sim Step. Sim Velocity ist gleich Sim Velocity. Sim Step durch Sim Dings. Ja, so, das wird jetzt irgendwie insgesamt halt irgendwie mal ganz schick. Das hier könnte man eigentlich auch in der Funktion packen, aber wir lassen es hier einfach mal stehen. Das sind nur drei Zeilen. Das ist alles gut. Jetzt gehen wir mal weiter. Miles per Hour ist local. Mal Sim Velocity. Okay. Dann haben wir hier Sim 6. Da haben wir nichts mehr. Okay. Simulation. Die Delta T kommt aus der Simulation. Delta V ist lokal. Okay, brauchen wir nicht. Sim Well. Sim Well. Sim Alt, Sim Step, minus Sim Graph. Mal Sim Trust, mal Sim Mass. Okay. Delta T ist Sim Delta T, Sim Delta V. New. Ich sage new val und new alt ist hier irgendwie das ist, wir haben hier wieder val alt sim step haben wir hier auf jeden Fall, das ist sim, das ist new alt und new val, würde ich sagen, das ist das, was wir irgendwie vorhin irgendwie überall geschrieben haben, also richtig, und das hier hinten, das stimmt noch nicht, wir sind bei der Zeile 123. Kurz merken.
damit wir da zurückkommen. Jo, alt und well, sim, ist okay. Und well alt bringt keine. Well alt. Okay, well alt bin ich noch nicht zufrieden mit. 123, da kommen wir gleich nochmal zu. Da gibt es nämlich keine Parameter, wie ihr seht. Das ist nicht gut. Das heißt, da müsste Parameter sim sein oder so. Das machen wir gleich. So, und damit sind wir aber durch. Das heißt, jetzt haben wir noch well alt. Well alt müssen wir ganz noch einmal kurz durchgehen und dann wird das auch was. Well alt ist, greift auf, massiv auf, greift massiv auf globale Variablen zu, die wir uns hier alle holen. Und zwar sim, so, sim, so, sim. So, sim, 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 sim. DV ist lokal. Okay. Alt ist sim, sim. DT ist sim. Velocity ist sim, sim. Und das ist auch Sim, ne? Jo. Und der Rest ist egal. Okay. So, mal. So. Das sieht doch alles schon ganz vielversprechend aus. Ich bin der Meinung, dass wir können das auch mit Abkürzung statt Sim schreiben wir S, aber das machen wir später. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob das funktioniert hat. Das sind drei Lokale und er macht keine Veränderungen an dem Sim eigentlich. Okay. Und jetzt müssen wir immer noch well alt suchen. Und zwar suchen wir global. Ja. Wir suchen global. Suchen, ersetzen. Well alt aus dem Dings hier in well alt. Global. Okay. Das haben wir jetzt gerade gemacht. Das müsste jetzt eigentlich stimmen. Wollen wir mal sehen, ob das irgendwie auch noch ausführt oder ob wir jetzt irgendwie ein Problem haben. Gut, wir haben ein Problem. Luna 9, Perfekt Arithmetik und Global DT. Okay. 9, 9, 9. In Function Welt alt. Okay. Delta T. Also ich bin jetzt irgendwie unglücklich darüber. Ich mache das jetzt mal hier leicht. Ich mache das hier ein bisschen kleiner. Das sind ja im Prinzip ist Sim hier irgendwie, also es ist ja nicht die globale Variable Sim, auf die wir zugreifen, sondern wir greifen hier auf das Übergebene. Deswegen schreiben wir jetzt hier überall S rein, damit wir sicher sind, dass wir nicht auf die globale Variable aus Versehen zugreifen. Und dass wir irgendwie auch im mentalen Unterschied machen zwischen der globalen und der globalen Variable Sim und der lokalen Variable S in diesem Fall. So. So, das ist irgendwie einmal richtig. Ob das jetzt irgendwie das perfekte Programm ist, weiß ich nicht, aber das sieht doch schon mal deutlich besser aus als dieser furchtbare Kram, den wir gefunden haben aus diesem Programm von 1969. Und da sieht man dann irgendwie halt ein paar Jahre an Informatik, die da nicht spurlos an uns vorübergegangen sind. So, also mal gucken, wo wir dann mal bremsen. Gucken wir mal, ob das funktioniert. So, wir sind jetzt bei 1600 Meilen pro Stunde. Wir werden langsamer mit jedem Schub von um ungefähr
600, also viel mehr dürfen wir gar nicht geben. Jetzt müssen wir langsamer werden. Jetzt sinken wir. Wenn wir Geist eingeben, müsste er dann eigentlich den letzten Wert annehmen oder sowas, ne? Das wäre ganz schön. Oder 0 oder sowas. Das wäre irgendwie eine ganz schöne Sache. Wir sind jetzt bei immer noch bei 500. Gehen jetzt mal ein bisschen langsamer. 11 Meilen mit 500 Sachen. Also 500 Meilen pro Stunde, das ist eine ganze Menge. Ich gehe aber noch doch so ein bisschen tiefer noch, bevor ich gegen Gas gebe. Jetzt wird es irgendwie aber Zeit. 200. Ich gebe jetzt einmal vor 100 Stoff. Ich hoffe, dass es jetzt reicht, um zu stoppen. 7. Wir sind jetzt auf 200 runter. 200 Meilen und wir sind abgebremst eben durch diese Sache von 500, von 600 auf 280. Das heißt, ich gebe jetzt mal 50. Jetzt sind wir auf 100. 38 und wir sind eben auf 100, 50 sind wir langsamer geworden. Das heißt, ich gebe jetzt mal 20 Schub. Jetzt sind wir bei 900 Sachen. Grasen auf die zu, noch 6 Meilen. Ich lasse mal ein bisschen fallen. Jetzt sind wir bei 1000. Ja, jetzt müssen wir wieder ein bisschen Gas geben, weil wir haben noch 6 Meilen und wir sind schon wieder bei Schallgeschwindigkeit. Das heißt, ich gebe jetzt mal wieder ein bisschen Gas. 6, 20. Ja, es geht auch langsam um. Wie geht das weg mit unserem Sprit hier? Wir sind bei 90, 95 Sach. 65 und. Boah, das können wir jetzt irgendwie ein bisschen vorsichtiger werden. Sagen wir mal, wir geben mal für 10 Schub. Ich glaube, klein, so richtig klein dürfen wir nicht werden. Bisschen langsamer. Halten wir das mit 10? 10 sind wir jetzt etwas langsamer geworden. Okay. Aber wir sind immer noch bei 90 Sachen. 5 Meilen. Ah, das ist mir noch ein bisschen so viel. Noch ein bisschen weniger. Okay. 0. 4 Meilen. 4 Meilen. 3 Meilen. 4. 3. 2, gleich sind wir bei einer Meile. Und so richtig viel Sprit haben wir nicht mehr. 200. Oha, das gibt wieder einen Crash. Aber jetzt haben wir zumindest eine Chance. Das ist unser letzter Schub, den wir haben. Und ich glaube, das gibt einen Crash. Wir sind viel zu schnell. Und da ist die V. Da haben wir irgendwie noch einen Fehler drin. Die V Nil Value. Siehst du, 123 haben wir noch einen. So, schön, dass wir das irgendwie ausprobiert haben. 123 haben wir noch einen. 123, wo ist das denn? 123, go. Die V ist hier ein. Die V ist ein Lokaler. Okay. Okay. Das sieht doch schon ganz gut aus. Okay.
Das sieht auch irgendwie schon, irgendwie sieht irgendwie fast nach unserer endgültigen Version aus, würde ich fast sagen, weil wir haben eigentlich alles gemacht, was wir machen wollten. Wir haben das irgendwie in einigermaßen vernünftige Form gebracht, das Programm. Und das werde ich dann auch gleich nochmal hochladen. Wir haben hier noch ein paar hässliche Kommentare für, da müssen wir nochmal ran, da müssen wir natürlich nicht mehr ran. Das ist nicht mehr nötig. Haben wir hier noch irgendwo irgendwelche Sachen, die wir nicht drin haben? Was passiert denn? Haben wir noch irgendwie bei einer Perfect Landing? Das sollte eigentlich alles richtig sein. Das sollte richtig sein. Das ist alles eine lokale Variable. Jo. MPH. Okay. Das sollte eigentlich alles schon stimmen. Jetzt gucken wir nochmal, dass wir das irgendwie laufen lassen. Wie viel haben wir denn jetzt? Wir haben eine Stunde und damit sind wir eigentlich auch durch mit dem Programm. Ich lade das gleich nochmal hoch auf mein GitHub und dann könnt ihr euch das runterladen. So, ich lasse das erstmal wieder ein bisschen fallen. Sagen wir mal bis 47. Jetzt gebe ich mal Vollgas. Wahrscheinlich ist es zu spät, aber das werden wir gleich sehen. 13, 8, oh, das ist zu spät gewesen. 4. Und jetzt haben wir eben gerade um 4 mit 200 Schub haben wir um sind noch 4 Meilen entfernt. Wir haben um 500 haben wir das reduziert. Sind dann aber noch 4 abwärts. Wir brauchen Vollschub. Okay, jetzt sind wir doch bei einer Meile. Sind jetzt bei 500. Wir können jetzt auf 500 reduzieren. Okay, das heißt, wir sind eben gerade, haben wir reduziert um 600 oder sowas. Sehe ich das richtig? Ja, das heißt, wir geben jetzt mal ein bisschen weniger. Wir geben jetzt mal 150 und hoffe, dass es nicht zu wenig ist. Nein, wir sind bei einer Meile und 300 Sachen. Nee, 39 Sachen. 30 Sachen. 30. Ha. Das wird sogar eine perfekte Landung, glaube ich, wenn ich Glück habe. Wir haben noch 30 Sachen und wir haben eine Meile. Das geht ja eigentlich. Wir können ja jetzt irgendwie eigentlich 10 Sekunden fallen lassen. Das müsste gehen. Okay, wir sind noch bei 400 Fuß. Das sind 100. Ein bisschen zu viel vom Speed her. Wie viel haben wir denn bei 150 verloren? Bei 150 haben wir verloren. Aus 50 sind 2 geworden. Also 50 können wir verlieren dadurch, wenn wir 150 Schub geben. 150 Schub verlieren wir 50. Wir sind momentan bei 6. Wir sind bei 6. 6 mal 10 hoch 1. 6, 60, 60. Also würden wir 50 verlieren. Das heißt, das könnte gehen. Ich hoffe, dass es nicht so viel ist. Ups. Maß. Shit. Okay. 65. Habe ich noch einen Fehler drin? 65 ist ein Fehler drin. 65. Okay. Four Step. Ah, schau an, wir haben hier noch irgendwie Local Four Step berechnet sich aus Maß, SimMaß, SimMaß mal SimStep mal SimGraph mal SimThrust und das haben wir vergessen und das müsste es eigentlich sein und jetzt haben wir die SimStep. Four Step ist keine Sim-Variable. VStep haben wir hier auch nicht. Ist keine SIM-Variable. Das ist eine lokale Variable. Und das war es eigentlich. Ne? Okay, VStep haben wir nicht weiter drin. Okay, so haben wir hier irgendwie VStep oben bei der SIM dr mit drin? Nein, ne? Nein, haben wir nicht. Haben wir hier irgendwo VStep drin? Nein, haben wir auch nicht. Okay. So, das war doch eben schon eine ganz gute Annäherung.
Und mal sehen, ob wir die noch mal machen können. Also bei 47 habe ich irgendwie Vollgas gegeben. So, also erstmal 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 200, 200. Wie viel habe ich oben zu 100 gegeben? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, jetzt bin ich rübergegangen zu 150, richtig, genau. 150, 0, 150. Impact Velocity ist zu hoch gewesen. Okay, das war jetzt nicht so schlau. Okay. Okay, you blew it. Lunar Crater. Das geht aber noch. So, also bei 47 gebe ich um die 7 mal 200. Okay. Das ist 47, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Was ist 8? Das ist ein 150er. Was ist das denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hier noch ein achtes Mal das geben müssen. Ja, okay. 0. Da hätte ich jetzt irgendwie doch keine Acht geben dürfen. Jo, das war zu viel. Ich habe es, glaube ich, schon wieder versaut. Das ist mein letzter, ne? Ne, jetzt kommt mein letzter. 83 Meter. Jo, das ist jetzt sozusagen meine letzte Chance, noch zu stoppen. Und wir sind bei 80 Meter. Ja, das ist so viel zu schnell. Bam. Fuel out at sowieso. Impact Velocity 100. Oh. You blew it. Factory Blasted Lunar Crater auf. Naja, 35 Fuß Tiefe, das sind nur 10 Meter. Okay. So, aber das scheint so zu funktionieren. Das heißt, das Spiel haben wir jetzt umgesetzt. Es scheint irgendwie durchzulaufen. Ich habe es noch nie versucht, das richtig zu landen. Also, ihr könnt das gerne versuchen, ob ihr das hinkriegt. Ich lade das jetzt mal hoch aufs GitHub und dann gucken wir mal. So, quit. Und das war schon mal ganz nice. So, ein kleines Spiel, das irgendwie auf jeden Fall Spaß macht. Aber das müsst ihr mir nicht zugucken, irgendwie in Echtzeit. So, nochmal irgendwie rüber. Wir haben irgendwo, letztendlich haben wir festgestellt, wie dieses Ding aufgebaut ist. Wir haben irgendwie einige Sachen gelernt. Wir haben gelernt, wie wir hier irgendwie unsere Aufrufe ein bisschen vereinfachen. Wir haben gelernt, wie wir Funktionen schreiben. Wir haben gelernt, wie wir irgendwie Parameter übergeben an Funktionen, wie wir Parameter zurückgeben aus Funktionen. Wir haben gelernt, wie wir praktisch ein Basic-Programm umsetzen und die ganzen Sachen irgendwie umsetzen mit Tab oder sonst irgendwas in Lua.
Wir haben rausgekriegt, wie wir, was eine State Machine ist, indem wir von State zu State springen. Das können wir mit Goto machen. Das geht zum Beispiel in Python nicht. Und in Java geht das auch nur sehr begrenzt. Und in den ganzen anderen Sprachen geht es auch alles sehr begrenzt. Aber hiermit geht das ganz gut. Und ansonsten hätten wir echt ein Problem gehabt, diesen Algorithmus irgendwie auch nur halbwegs umzusetzen. Das geht nämlich ansonsten gar nicht. So, wir haben gesehen, dass wir hier dass wir unsere globalen Variablen nicht einfach irgendwo in der Gegend rumschwadronieren lassen, sondern in einen sogenannten Namespace packen, also praktisch in eine eigene kleine Tabelle, wo jetzt praktisch diese ganzen Unterdinger drin sind, sodass die hier nicht alle rumschwabulieren. Das heißt, wir sehen auf einen Blick, welche globalen Variablen haben wir. Jetzt können wir diese beiden Dinger hier wegnehmen. Die brauchen wir nicht mehr, diese beiden Zeilen. Diese paar Kommentarzeilen haben sich überlebt damit. Und genauso können wir hier hinten den Kram rausnehmen. Das brauchen wir auch nicht mehr. So. So, wir haben irgendwie unsere ganzen Sprünge mit irgendwelchen Zeilennummern haben wir in vernünftige Namen überführt, in verschiedene States. Wobei ich habe die States nachher gar nicht mehr States genannt, weil wir haben sowieso noch States, die wir anspringen. Und innerhalb der States haben wir ein Do-And-Gesetz, sodass wir lokale Variablen benutzen können, die uns nicht das Programm versauen. Und damit ist das recht sauber geworden. Wir haben ein paar Kommentare gesetzt, nicht viel, wir könnten da jetzt noch mehr machen. Das Programm funktioniert insgesamt. Eine schöne große Repeat-on-Tisch-Schleife, um das Programm laufen zu lassen, endlos. Ich denke, da ist eine ganze Menge bei gelernt worden. Das war jetzt eine relativ lange Sache. Ich setze das in eine eigene Playlist. Und wir sehen uns das nächste Mal. Und dann viel Spaß beim Computen.